Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 31 und zwar für die Handelstage vom 30.07. bis 3.08. hier auf dem Kanal von JFT Brokers. Mein Name ist Markus Kleber und wie gewohnt wollen wir auf die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold schauen, so ein wenig auch auf das Big Picture, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, was könnte grundlegend in der kommenden Handelswoche hier eintreten, in der kompletten Handelswoche. Also wir schauen uns auch die größeren Zeiteinheiten an, um hier dann auch fürs Daytrading, für die Livestreams so in etwa zu wissen, wo könnte die Reise hingehen, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen sind hier wichtig für den Markt, welche Kerntendenzen könnten grundlegend eintreten. Wie gewohnt unten in der Videobeschreibung, ihr seht es hier, könnt ihr, wenn ihr wollt, und den DAX zum Beispiel und den S&P euch nicht anhören wollt, sondern zum Beispiel nur den Euro-US-Dollar, findet ihr unten in der Videobeschreibung entsprechend die Märkte, dahinter eine Minuten- und Sekundenangabe. Und wenn ihr darauf klickt, kommt ihr im Video direkt zu der Analyse des jeweiligen Marktes. Also ihr habt hier auch die Chance, im Video hin und her zu springen zwischen den entsprechenden Märkten. Wie gewohnt auch hier an dieser Stelle erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass all das, was ich hier sage und gegebenenfalls sogar an Setups formuliere, nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zu eurem Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker beantwortet bekommen. Starten wir mit dem Blick auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche bzw. auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Da kommt so einiges, wenn wir uns das hier anschauen. Also am Montag 14 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex hier aus Deutschland. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dennoch sollte man um 14 Uhr ein wenig aufpassen. So ein bisschen Zucken des Marktes könnte hier stattfinden. Genauso wie am Dienstag um 11 Uhr Eurozone Bruttoinlandsprodukt Verbraucherpreisindex. 14.30 Uhr hier Kerndeflator aus den USA. Das sind alles Wirtschaftskennzahlen, da sollte man natürlich drauf achten, wenn die rauskommen. Es kann zu kleineren Zuckungen führen, allerdings meiner Meinung nach nicht zu so großen Bewegungen. Da ist es am Mittwoch wichtig, drauf zu achten, FED-Zinsentscheidung. Es war ja in der vergangenen Woche so, dass die EZB oder beziehungsweise, dass die EZB-Zinsentscheidung kam, da war nicht mit so großer Bewegung, beziehungsweise wir hatten gedacht, es könnte größere Volatilität aufkommen, es kam nicht so große Volatilität auf. Zinsentscheidung aus den USA, Donald Trump hat ja hier so ein bisschen geäußert, dass ihm diese Zinspolitik aktuell gar nicht so schmeckt. Somit müssen wir hier mal drauf achten, was passiert jetzt hier, wird hier vielleicht so ein bisschen vom eigentlichen Kurs wieder eben zurückgerudert oder auch nicht. Also das ist hier definitiv wichtig am Mittwoch um 20 Uhr, da könnte wirklich Volatilität aufkommen. Donnerstag hier, wenn dann für den britischen Pfund aus England einige Dinge, die hier wichtig sind, und dann am Freitag die Non-Farm Payrolls, die in der Vergangenheit, also in den letzten Monaten, auch nicht zu so hoher Volatilität führten. Dennoch sind die Non-Farm Payrolls immer gut für einen eventuellen Volatilitätssprung, also eventuelle große Bewegungen direkt um 14.30 Uhr, die da aufkommen. Somit sollte man hier auch definitiv darauf achten. Wir werden dann in den entsprechenden Livestreams auch nochmal etwas detaillierter drauf eingehen. Das sind so die wichtigen Zahlen für die kommende Handelswoche, wo man immer so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Vielleicht nicht kurz vorher einen Trade eingehen, gerade im Daytrading, wo man ja nicht mit so großen Stops arbeitet, wo man sich dann auf einmal wundert, dass der Markt anfängt zu zucken. Man wird ungünstig hier vielleicht ausgestoppt und dann läuft der Markt grundsätzlich vielleicht doch in die Richtung, die man eben hier angedacht hat. Also das erstmal grundlegend wichtig. Switchen wir auf den DAX, starten wir mit dem Blick auf den DAX, auf die vergangene Handelswoche. Die war ja sehr, sehr stark. Wir hatten hier zwar am Mittwoch mal kurzzeitig einen kleinen Dämpfer nach unten, sogar unter den 12.600er Bereich, der erstmal hier von meiner Seite auch als recht wichtig angedacht war in der vergangenen Handelswoche. Dann kam aber relativ schnell wieder die Bewegung über diesen Bereich und dann die Fortführung hier, neue Bewegungshochs. Der Bereich 12.850 wurde kurzzeitig überschritten und wir hatten hier im Bereich 12.811 in etwa oder beziehungsweise knapp oberhalb von 12.800 dann den Wochenschlusskurs. Also summa summarum eine sehr, sehr positive Handelswoche auf dem Weg, nur grundsätzlich muss man ja sagen, in Richtung 13.000. Was so der nächste Kernwiderstand ist hier im Chart, wenn man sich das charttechnisch anschaut. Und es ist durchaus realistisch, dass der DAX diese 13.000er Marke, beziehungsweise wenn wir weiterhin sehr, sehr stark sind, wenn der Markt nochmals so eine Handelswoche hinlegt wie in der vergangenen Handelswoche, dann könnte es auch sein, dass wir relativ zügig sogar den 13.000er Bereich nach oben durchstoßen.
also in Richtung 13.000 laufen. Hier gegebenenfalls erstmal so ein bisschen auf Widerstand kommen, der Markt vielleicht so ein kleines Stück zurückgeht, um dann eventuell weiter in Richtung 13.200 zu starten. Also für die kommende Handelswoche ist es wichtig, auf der Aufwärtsseite zu beachten, Marke 13.000, Marke 13.200 beziehungsweise knapp darunter. Das sind so die Hochs, die in der Vergangenheit in diesem Bereich so eingetreten sind, die wir dann auch immer wieder besprochen haben und wo es jetzt scheinbar erstmal wieder in diese Richtung läuft. Die Aufwärtsseite ist weiterhin aktiv, die Aufwärtsseite ist intakt und somit sollte man auch erstmal weiterhin für die Aufwärtsseite die Szenarien primär entwickeln. Für die als Kern unterstützender Bereich, beziehungsweise ihr wisst das, ihr kennt das von mir, ich schaue mir natürlich das Chartbild an. Die Aufwärtsseite ist denkbar, die Aufwärtsseite liegt erstmal aus aktueller Sicht auf der Hand, dass es weiter aufwärts geht und ihr wisst, dass ich für mich persönlich ja dann auch immer Bereiche festlege, wenn der Markt diese Bereiche nach unten durchstößt, dass es dann natürlich genauso auch abwärts gehen kann. Wir schauen ja auch gleich auf den S&P, der ist ja grundlegend noch viel, viel stärker als der DAX, der ist ja schon kurz vor neuen Allzeithochs, hat zwar am Freitag hier zum Nachmittag auch einen leichten Dämpfer nach unten bekommen, wobei das charttechnisch für die Aufwärtsseite auch im S&P noch nicht sonderlich hinderlich ist, aber es kann natürlich sein, gerade hier, wir haben in dieser Woche ja hier das Monatsende, wir haben den Monatsanfang. Oft ist es auch ganz gerne mal so, dass eben ein Monatswechsel für einen Richtungswechsel, wenn es auch vielleicht nur kurzfristiger Natur ist, am Markt stattfindet. Somit ist natürlich die Aufwärtsseite erstmal nach wie vor hier wichtig, aber man sollte sich natürlich auch Setups für die Abwärtsseite zurechtlegen. Und da ist für mich persönlich hier der Bereich, ich zeichne es mal ein, der Bereich um die Marke in etwa 12.740 bis herunter in etwa in den 700er Bereich. Also dieses Unterstützungsniveau, was sich hier in der Vergangenheit auch als erstmal Widerstand darstellte, Entschuldigung, dieser Bereich, wir schauen auch hier, da hat der Markt des Öfteren viel Unterstützung gefunden. Wir hatten hier Widerstand, also der Bereich ist schon nicht so unwichtig. Und sogar Rückläufer in diesem Bereich, die hier dann nach unten gehen, die man gegebenenfalls, dann auch besprechen wir das in den Livestreams, vielleicht sogar mal mit dem Gedanken, dass es eine eventuelle Konsolidierung im Aufwärtstrend ist, also mit etwas defensiveren Setups, ist es aber auch denkbar, dass der Markt in diesem Bereich nochmal zurückläuft, um dann von hier gegebenenfalls mit Stärke, mit angesammelter Stärke erneut nach oben zu laufen, dann wieder in Richtung 13.000 bzw. wie gesagt 13.200. Also das ist jetzt erstmal grundlegend hier der Gedanke der Aufwärtsseite und wenn der Markt aber diesen Bereich nach unten durchstößt, dann kann es relativ zügig erneut in diesen 600er Bereich gehen, der in der vergangenen Handelswoche eben relativ wichtig war. Entschuldigung, der Frosch ist hier wieder im Hals. Und dann eben auch der 600er Bereich erneut wichtig. Hier sollte sich dann auch wieder die Richtung entscheiden. Hier sind wir allerdings dann gegebenenfalls schon des Öfteren auf der Abwärtsseite unterwegs. Auch hier wieder ein entscheidender Bereich, wo der Markt erstmal sich gegebenenfalls hier in diese Richtung erholen kann. Dann müssen wir schauen, wie verhält sich der Markt hier. Es kann auch sein, dass da wieder Stärke aufkommt. Mit dem Unterschied, dass wir dann hier oben erstmal eigentlich nur an die Long-Seite denken. Hier schon mal vorsichtig vielleicht die Short-Seite einnehmen, hier vielleicht schon mal so ein bisschen mehr. Und wenn der Markt dann diesen 12.600er Bereich nach unten durchstößt, dann ist es hier fast schon offensichtlich, dann liegt es auf der Hand, dass hier der Markt eben Schwäche hat, dass es in Richtung 450 gehen könnte und das wäre auch für die kommende Handelswoche eigentlich so das Höchste der Gefühle. Also die Aufwärtsseite 13.000 bis 13.200 und die Abwärtsseite hier bis hinab in den Bereich 12.450. Wenn man sich die durchschnittlichen Wochenschwankungen anschaut, dann ist das hier auch in dem Bereich, was der Markt so absolvieren kann. Klar, die Wochenschwankung kann sich natürlich auch erhöhen, gerade was eben die Zinsentscheidung hier, die FED-Zinsentscheidung, was wir uns eingangs anschauten, in den USA betrifft, was die Non-Farm Payrolls am Freitag betrifft. Wenn hier Volatilität aufkommt, wenn hier Überraschungen aufkommen, dann kann sich natürlich der Markt auch hier, auch wenn das eben Zahlen aus den USA sind, aber der DAX lehnt sich ja schon wenigstens von den Kerntendenzen an den US-Märkten an. Und wenn hier stark Druck auf der Abwärtsseite aufkommt, wenn hier stark Druck nach oben aufkommt, kommen sollte, dann sind natürlich auch gegebenenfalls weitere Ziele denkbar, aber ich würde jetzt erstmal für mich persönlich sagen, das ist hier so die Bereich oder das ist der Bereich, den der Markt eingehen kann mit den entsprechenden Bereichen, die hier wichtig sind im Chart, wo eben Unterstützung kommen kann, wo Widerstände eben entstehen können und dann sollte man hier auch von meiner Seite werde ich eben nach diesen Bereichen handeln. Also das erstmal grundlegend hier zum DAX. Für den Montag wäre es somit denkbar, dass der Markt hier eben auf kleinerer Ebene, nehmen wir mal den Moment, eine Farbe, die wir noch nicht hatten, Orange hatten wir auch schon, lila.
Also wenn hier am Montag vielleicht nochmal so kleine Abgaben kommen, vielleicht sogar in diesen 47er-Bereich, dann sind das eben Niveaus, die ich auch erstmal für den Kauf annehmen würde. Sollten wir etwas stärker eröffnen, dann wären auch denkbar Rückläufer in das Schlusskursniveau, je nachdem, wo der Eröffnungskurs ist. Das kennt ihr von mir, dass das natürlich dann auch immer nochmal Unterstützungen und Widerstände sind. Aber grundlegend vielleicht nochmal leichte Abgaben am Montag, um dann eben erstmal wieder über Käufe nachzudenken. Und dann schauen wir auch gleich auf den S&P, denn der, wie gesagt, ist ja aktuell wirklich viel, viel stärker gewesen. Wir sehen auch hier, dass der Markt sich sehr, sehr sauber nach oben bewegt hat. Die Allzeithochs, wir schieben es mal zusammen etwas. Die Allzeithochs liegen hier im Bereich 2880. Da ist der Markt schon gar nicht mehr so weit weg und wohlgemerkt, es sind die Allzeithochs. Da war der Markt schon mal kurz, klar, aber alles, was da drüber ist, gab es noch nie und der Markt ist kurz davor. Also wir sind hier relativ eindeutig, relativ stark. Und das darf man nicht verkennen, auch wenn wir am Freitag hier leichte Abgaben hatten. Wir hatten das in dem Livestream US Opening Bell besprochen. Ich hatte es als ein Setup hier angegeben. Ich habe es zwar im Dow Jones gehandelt und nicht im S&P. Ich bin hier einen Trade eingegangen mit dem Gedanken, dass am Freitagnachmittag hier so ein kleiner Sell-Off kommt, das so ein bisschen Verkäufe einsetzt nach der doch recht starken Phase, die wir nicht nur in der vergangenen Handelswoche hatten, sondern eben auch in den Wochen davor. Der Markt ja wirklich sehr, sehr stark am Laufen und wir haben hier eben diesen Bereich oder diese Bereiche im S&P und auch im Dow Jones besprochen und somit konnte man hier diese schöne Abwärtsbewegung im Aufwärtstrend wunderbar umsetzen. Und für die kommende Handelswoche ist es jetzt für den S&P, den wir ja auch hier in den Livestreams immer so ein bisschen als Richtungsweiser für den DAX uns annehmen, gerade am Nachmittag, ist es jetzt wirklich interessant und zwar der Bereich, der in der Vergangenheit dann auch sehr, sehr wichtig war, das ist so der Bereich um die Marke 2800. Ähnlich wie im DAX ist das für mich die Marke, die erstmal grundlegend richtungsentscheidend sein sollte. Also alles, was sich darüber bewegt, wir sind eben hier etwas abwärts gekommen, aber haben diesen 2800er Bereich hier erstmal noch nicht mal getestet. Es ist somit auch hier denkbar, ähnlich wie im DAX, wie ich es gerade eingezeichnet habe, dass vielleicht sogar nochmal so leichte kleine Abgaben kommen, aber alles, was sich hier drüber eigentlich abspielt, weiterhin von der Kerntendenz aufwärts ist. Und da kommt als nächstes wieder der 2825er Bereich, der hier dann mal wichtig war in der vergangenen Handelswoche, den wir auch als wichtig vorher schon gesehen haben. Dann kommen die Vorwochenhochs, die wir hier im Bereich 2840 knapp darüber hatten. Und dann kommt eben der Bereich der Allzeithochs um die Marke 2880. Also da ist jetzt eigentlich schon nicht mehr so viel Bewegung nötig, um erstmal an diese Allzeithochs ranzulaufen. Wenn wir uns hier die Vorwochenbewegung anschauen, die hier von der Kerntendenz aufwärts richtig schön aufwärts ging. Und wenn wir das dann hier nochmal ranpacken, dann ist es auf jeden Fall realistisch, dass der Markt in diese Richtung läuft. Dieser Allzeithochsbereich auch immer so ein bisschen magnetisch wirkt, also der Markt sich gerne dann an solch wichtige Marken ranarbeitet und wie gesagt, die Aufwärtsseite ist erstmal grundlegend weiterhin aktiv, oberhalb von 2800 und dann ist es ähnlich wie im DAX. Ja, wenn der Markt eben so ein kleines Stück nach unten kommt, schaut mal, ich habe hier auch schon so einen grauen Bereich drin liegen in diesem nächsten Unterstützungsniveau 2780, das sind dann immerhin schon wieder 20 Pünktchen hier im S&P, die eben, wo der Markt eben weiter nach unten dippen könnte, die hier vielleicht sogar eben auch auf der Abwärtsseite ähnlich wie im DAX dann schon mal vorsichtig gehandelt werden könnten, denn der Rutsch dann in das nächste Unterstützungsniveau ist dann nicht so unwahrscheinlich, also alles was hier drüber ist long, wenn der Markt hier so ein bisschen Schwäche zeigt, dann ist auf jeden Fall 2780 denkbar, auch hier in dem Bereich dann wieder der Gedanke, okay, dann ist der Markt eben einfach nur nochmal so ein kleines Stück weiter nach unten gekommen und er findet gegebenenfalls hier Stärke und dann wird es hier auch wieder interessant, die Aufwärtsseite zu handeln. Und erst, wenn wir hier drunter laufen, das ist zwar übergeordnet charttechnisch, wenn wir das ganz große Bild uns anschauen, weiterhin für die Aufwärtsseite nicht so gravierend schlimm. Wir hatten ja hier die Aufwärtsbewegung, wir hatten eine Abwärtsbewegung, wir haben jetzt grundsätzlich eine Aufwärtsbewegung. Jetzt schaut mal, wenn die Abwärtsbewegung in diesen Bereichen, die ich jetzt gerade eingezeichnet habe, stattfindet, ist das charttechnisch gerade mal der Test dieser alten Hochs. Also das ist charttechnisch hier eben denkbar fürs Daytrading, bedeutet das, dass wir eben teilweise vielleicht schon mal vorsichtig die Abwärtsseite auch mal an einem Tag handeln können. Mal schauen, aber grundsätzlich die Aufwärtsseite weiter hier, der mit dem Trendvorteil, mit dem Aufwärtstrendvorteil behaftet werden sollte, oder behaftet werden sein sollte, ja.
Und hier selbst noch weitere Rücksetzer in die nächsten Unterstützungsniveaus. Ja, wenn das stattfinden sollte, dann wäre das selbst für die übergeordnete Aufwärtsbewegung hier kein Hindernis. Es wäre charttechnisch immer noch denkbar, dass wir weiterhin dann nach oben drehen. Aber bei uns, für uns im Daytrading, kann man natürlich diese eventuell etwas ausgedehntere Konsolidierung natürlich dann wunderbar für Abwärtstrades nutzen. Und das kann sich durchaus auch über eine komplette Handelswoche hinziehen. Das ist durchaus denkbar. Somit wäre hier oben erstmal alles weiterhin klar long, solange wir eben oberhalb von 2,8 bleiben. Wenn wir unterhalb von 2.800 rutschen, dann schon mal vorsichtig die Abwärtsseite. Und dann unterhalb von 2.780 könnte man dann eben schon ein bisschen klarer die Abwärtsseite handeln und dann müsste man eben schauen, die nächsten Unterstützungsniveaus wären hier immer definitiv interessante Ziele, die der Markt anlaufen kann. Genauso könnte es weiter nach unten gehen, aber ähnlich wie im DAX, wir haben ja eine durchschnittliche Wochenschwankung. Also der Markt bewegt sich in einem bestimmten Muster beziehungsweise bewegt sich in einer Handelswoche in einem bestimmten Punktbereich. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber wenn ihr euch jetzt hier diese Bewegung aus dem Bereich oberhalb von 2.800 hinab in den Bereich 2.740, also immerhin 60 Punkte auf der Abwärtsseite, das ist schon sehr, sehr viel. Also man sollte hier unten jetzt nicht zu aggressiv sein und nur wenn sich starkes Abwärtsmomentum aufbaut, ähnlich wie es hier in dieser konsolidierenden Phase der Fall war, ja, dass der Markt eben dann immer wieder so sehr, sehr stark Druck auf der Abwärtsseite aufbaut, dann ist es natürlich denkbar, hier die Abwärtsseite zu handeln, werden wir dann in den täglichen Livestreams auch besprechen. Erstmal favorisiert weiter die Aufwärtsseite und umso tiefer wir drücken, umso mehr wird dann erstmal auch vom Handel höchstwahrscheinlich die Musik auf der Abwärtsseite spielen. Auch hier der Blick auf die EZB, auf die FED-Zinsentscheidung diese Woche, auf die Non-Farm Payrolls am Freitag. Und da müssen wir mal schauen, wie sich dann entsprechend das erstmal grobe Bild, was grundsätzlich weiterhin aufwärts hier tendierend ist, wie sich das dann eben in der kommenden Woche auch zeigt, wo dann eben auch vor allem am Montag der Wocheneröffnungskurs ist. Den Schlusskurs kennen wir oberhalb von 2.800 und dann schauen wir, wie der Markt sich grundsätzlich hier weiter verhält. Schauen wir auf den Euro, der mir ja in der vergangenen Handelswoche nicht wirklich einen Gefallen getan hat, wobei ich hier sagen muss, dass ich auch nicht so wirklich oder dass ich eigentlich sehr aggressiv war, hier auf der Abwärtsseite zu handeln, denn mein grundlegender Gedanke war ja, 1,1675 als kernrichtungsentscheidender Bereich, das ist so in etwa dieser Bereich gewesen, den ich auch in der vergangenen Handelswoche dann als richtungsentscheidenden Bereich für mich angesetzt hatte, mit dem Gedanken, dass der Euro-US-Dollar ja aktuell eigentlich seitwärts tendierend ist und eben aus dieser Seitwärtszone, die wir hier eben aufbauen, wir gucken uns das gleich auch nochmal auf einer größeren Zeiteinheit an, dass eben der Markt oberhalb von diesem 1675er Bereich immer wieder Chancen hätte für die Aufwärtsseite, natürlich in die nächsten Widerstandsbereiche rein, beziehungsweise sogar die Möglichkeit haben, eventuell in 1820 zu laufen. Das hat der Markt ja, erstmal grundsätzlich war die Aufwärtstendenz oberhalb von 1675 da, aber lediglich in diesen 1730er Bereich. Und dann immer wieder kam hier der Abpraller direkt in der Wocheneröffnung, dann ging der Markt nicht mal weit großartig hoch, sondern testete nochmal den 1675er Bereich, ging dann wieder in Richtung 1730 und zum Wochenende, ja, kam hier Schwäche rein, kam ja der Druck nach unten in Richtung des Unterstützungsniveaus 1620, 1630, fand hier Unterstützung und kam wieder hoch. Also diese Seitwärtsbewegung ist nach wie vor aktiv im Euro-US-Dollar. Es führte ja dazu, ihr kennt das aus den Livestreams, dass ich zum einen hier unten relativ aggressiv mal darauf gesetzt habe, dass der Markt in Richtung 1620, 1630 läuft, mit dem übergeordneten Ziel, dass wir realistische Chancen haben, in Richtung 1530 hier runter zu rutschen. Das sind hier große Tiefbereiche, das schauen wir uns gleich übergeordnet nochmal an. Das ging hier sofort schief, dann habe ich nochmal so einen Short antizipiert mit dem Gedanken, dass der Markt eben diese Chance hat, nach unten durchzubrechen und dann kam das leider erst zum Wochenende, wo ich dann hier schon ein bisschen defensiver agiert habe, führte dazu, dass ich hier erstmal gar keine Trade mehr gemacht habe. Aber für die kommende Handelswoche bleibt das Setup ähnlich wie in der aktuellen Handelswoche. 1675, 1,1675, also nach wie vor hier die Mitte des grau eingezeichneten Bereiches, sollte richtungsentscheidend sein. Und erneut wäre es hier interessant und ich werde es mir auch erneut anschauen. Wenn der Markt zum Montag oder vielleicht zum Dienstag erstmal hier nochmal so ein bisschen Stärke findet in diesen Bereich rein, werde ich mir hier einen Short-Trigger suchen. Erneut mit dem Gedanken, dass der Markt zum einen in den Bereich der Vorwochentiefs ja jetzt hier definitiv realistisch wieder laufen kann, 1620, 1630 und dann erneut
die Chance eventuell inne hat, hier in den Bereich 15,30 zu rutschen. Das ist ja immer so ein Mix, auch von meiner Seite in den Livestreams eben besprochen. Das ist ja so ein Mix aus Daytrade und Swingtrade. So eine Bewegung nach unten, die hier doch relativ groß ist, wenn wir uns die Vorwochenschwankungen hier anschauen, ja, die ja wirklich nur zwischen diesen Widerständen und Unterstützungen hier stattgefunden hat, ja, dann ist das hier eine Wochenschwankung. Und wenn wir diese Wochenschwankung jetzt hier nochmal heransetzen vom Schlusskurs aus oder meinetwegen auch von diesem Einstiegsniveau, was ich hier idealerweise haben sollte, und wenn wir das hier in etwa so von der Größe heranpacken, dann ist selbst in der Woche, da muss schon Schwäche aufkommen, was ich aber durchaus, wenn wir das hier uns mal anschauen, wenn dann immer Schwäche reinkam, wenn wirklich Druck aufkam im Euro-US-Dollar, dann kann der natürlich auch mal so ein bisschen über die durchschnittliche Wochenschwankung drüber hinaus pesen. Wir sehen das hier, wir sehen immer wieder Druck, der auf der Abwärtsseite aufkam in der Vergangenheit. Und dann kann natürlich hier auch mal etwas stärkerer Druck aufkommen in Richtung 15,30. Aber das ist schon auf jeden Fall ein Ziel für die Woche. Und wenn ich hier einen Trade eingehe, darf man nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie innerhalb von 3-4 Stunden stattfindet, sondern so ein Trade sollte sich entwickeln. Somit muss man dann auch hier etwas defensiver mit dem Trade- und Stop-Management agieren. Aber das besprechen wir dann natürlich auch entsprechend in den Livestreams, wenn ich dann so einen Trade eingehe, beziehungsweise die entsprechenden Ideen dazu habe. Sollte der Markt erneut oberhalb von 1,1675 hier rangieren, dann ist es wie in der vergangenen Handelswoche, dann ist es realistisch 1,1730. Und grundlegend ist es ja so, schauen wir uns mal das übergeordnete Bild an nochmal auf dem Tageschart. Wir hatten ja in der Vergangenheit, und das ändert sich, das Bild ändert sich jetzt hier zur vergangenen Wochenanalyse eigentlich nicht grundsätzlich. Wir hatten hier eine lange Zeit so eine Seitwärtsphase und dann hatten wir hier eben den Ausbruch, den schönen sauberen Ausbruch nach unten. Jetzt haben wir wieder so eine Seitwärtsphase hier unten mit einer sich zusammenziehenden Schwankungsamplitude, ähnlich wie es dann im Prinzip auch hier oben war, diese Schwankungsamplitude in, Moment, nehmen wir Pfeile, in dieser Seitwärtszone, die war erst relativ stark, ja, da ging es eben hoch, runter und dann nahm diese Schwankungsamplitude hier sukzessive ab. Ihr seht, dass das sich so mehr und mehr zusammenzieht und dann kam eben irgendwann der Ausbruch nach unten und so ähnlich ist es hier unten auch. Wir hatten erst hohe Schwankungen und jetzt zog sich das in der vergangenen Handelswoche ja hier nur in diesem kleinen Raster hier zusammen. Also ein Bruch nach oben oder nach unten ist natürlich wahrscheinlich. Wann dieser stattfindet, müssen wir sehen. In der vergangenen Woche hat er nicht stattgefunden, führte dazu, dass ich zwei kleine Fehltrades machte, allerdings mit im Endeffekt sehr, sehr geringem Risiko. Und wenn hier eben dann ein schöner Trade entsteht, ist der bei weitem größer als das, als diese Verluste, die ich jetzt hier eingefahren habe. Und wenn wir hier eben die letzte Kernbewegung uns anschauen, die nun mal abwärts war, habe ich eben auch in der vergangenen Handelswoche eben meinen Fokus mehr auf der Abwärtsseite gehabt, mit dem Gedanken 15,30 hier anlaufen zu können, beziehungsweise dass vielleicht hier diese Kernabwärtsbewegung, die wir eben in der Vergangenheit hatten, eben nach unten sich auch fortsetzt. Fundamental, die fundamental agierenden Händler werden jetzt sagen, ja, aber Donald Trump will doch, dass der Euro bzw. dass der Dollar schwach bleibt, was ja bedeuten würde, Euro-US-Dollar würde steigen. Das ist der fundamentale Hintergrund, ein Wunschgedanke des Donald Trump. Das würde ich persönlich erstmal gar nicht so stark hier sehen für den Euro-US-Dollar. Ich würde weiterhin mein Bild eben verfolgen. Vorsichtig allerdings, ich habe vergangene Woche schon mal gesagt, ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu stark eine Meinung vertrete, um dann hier das Bild vielleicht für die dann sich doch entwickelnde Aufwärtsseite so ein bisschen zu verpassen. Aber grundsätzlich würde ich weiterhin davon ausgehen, dass hier grundsätzlich diese Abwärtsbewegung eintreten kann. Sollten wir allerdings uns primär oberhalb von 16,75 bewegen, dann ist es hier eben, ja, doch, eben mehr die Aufwärtsseite, die in Richtung 17,30 Vorwochenhochs beziehungsweise dann in Richtung 18,20 hier eben auftreten kann. Und wenn wir hier nach oben grundsätzlich austreten oder ausbrechen, dann müssen wir mal schauen, kommende Handelswoche, wo wir uns hier befinden. Die Widerstände wissen wir ja. Und dann eventuell hier, wenn wir den Bruch aus dieser Seitwärtsphase hatten, dass es dann eben doch denkbar ist, dass wir hier doch etwas Stärke für den Euro finden und etwas Schwäche für den US-Dollar. Und dann eben der Trend sich weiterhin vielleicht aufwärts entwickelt. Aber das schauen wir uns an. Aktuell sind wir hier in dieser sich zusammenziehenden Schwankungsamplitude, was das Traden zugegebenermaßen nicht unbedingt einfacher macht. Und dann hier eben eventuell der Bruch nach unten und das somit erstmal der Kerngedanke für den Euro-US-Dollar für die kommende Handelswoche. Schauen wir nochmal abschließend aufs Gold.
Wir hatten ja im Gold analysiert, auch in der vergangenen Handelswoche, dass eben die Abwärtsseite erstmal klar weiterhin dominierend ist. Wir sind hier stark abwärts tendierend, wir hatten eine Erholung, wir hatten eine Abwärtsbewegung und sind jetzt hier aktuell mehr oder weniger ja auch seitwärts tendierend, was allerdings eben so eine Erholungsphase im Abwärtstrend bedeuten kann. Wir haben hier so eine leichte Schiebezone in der grundlegend übergeordneten Abwärtsrichtung, was von meiner Seite auch erstmal grundlegend unterhalb dieses alten Tiefbereichs hier, was ist es, ich glaube 37, 12, 37 in etwa, dass der Bereich hier weiterhin erstmal richtungsentscheidend sein sollte. Das war ähnlich in der vergangenen Handelswoche so. Ich hätte auch ganz gerne einen Rückläufer direkt in den Bereich gesehen. Der hat mehrfach nicht stattgefunden, somit hatte ich eben Gold vergangene Handelswoche nicht gehandelt. Und ja, klar, die Abwärtsseite hier nach leichten Erholungen wäre denkbar gewesen, aber ich habe es eben eigentlich etwas höher sehen wollen. Mein Gedanke war, das habe ich auch fast täglich gesagt, dass ich eben eigentlich so eine Erholung hier in diesem Bereich sehen wollte, um dann hier eben zu shorten, erstmal in Richtung 12, 16 und dann eben mit dem Gedanken, dass auch hier neue Bewegungstiefs eintreten können, was definitiv nicht ausgeschlossen ist und was ich auch für die kommende Handelswoche weiterhin favorisieren würde. Alles, was unterhalb von 12, 37 ist, also unterhalb dieses Tiefbereiches, ist erstmal rein charttechnisch weiterhin abwärts tendierend. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln, weil eben die Abwärtsseite weiterhin aktiv ist. Das hatten wir eben eingezeichnet. Und wenn der Markt weiterhin hier drunter bleibt, wäre es eben denkbar, leichte Erholungen, die hier eben irgendwie stattfinden, dann eben auf der Abwärtsseite zu handeln. Mit dem Ziel 12,16. Das ist nach wie vor ein Zielbereich, der durchaus realistisch ist. Haben wir in der vergangenen Handelswoche auch knapp zweimal wieder angelaufen. Aber eben auch nicht die Schwäche weiter aufgebaut, somit eben eine Seitwärtszone. Und wie gesagt, leichte Erholung idealerweise in 12,37 mit dem Gedanken, dann die Abwärtsseite zu handeln und mit dem Gedanken auch weiterhin, dass wir neue Tiefbereiche aufbauen können. Wir schauen gleich abschließend nochmal, was nach unten hier als nächstes Unterstützungsniveau kommt. Aber solche Bewegungen hier sind erstmal weiterhin denkbar, wenn der Markt dann aber über 12,37 läuft. Ich denke, dass eine Widerstandsreaktion hier auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Also selbst ein Verkauf hier sollte wenigstens plus minus null ausgehen. Idealerweise mit einem Gewinn. Sollte das jedoch nicht so stattfinden, sollte der Markt eben doch Stärke finden über 12,37, dann ist natürlich auch die Aufwärtsseite erstmal denkbar. Und zwar in die nächsten Widerstandsniveaus. 12,46 ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber war in der Vergangenheit hier ein nicht so unwichtiger Bereich. Den hatten wir dann auch auf kleineren Zeitebenen mit einem Tief und den hatten wir hier auch zweifach, dreifach mit einem Hoch. Also der Bereich hier definitiv denkbar. 12,46 beziehungsweise dann hier grau eingezeichnet. Der Bereich knapp oberhalb von 12,50. Das ist ja auch eine interessante Bewegung. Wenn wir hier den Schlusskurs im Bereich 12,22, 12,23 hatten, eine Bewegung in Richtung 12,50, immerhin in etwa 30 Dollar hier fürs Gold und das ist natürlich auch fürs Daytrading, dann sind auf jeden Fall Bewegungen, die man interessant ausnutzen könnte. Hier mit dem Gedanken, dass wir ja im Daytrading in etwa 2 Dollar Risiko eingehen pro Trade und wenn wir dann eben Bewegungen von 6 Dollar, 8 Dollar, vielleicht sogar 10 Dollar in irgendeiner Art und Weise hier mitnehmen können, sind das ja schon super Bewegungen im Daytrading. Im Positionstrading natürlich weniger, da müsste man schon davon ausgehen, dass der Markt eben in diese Bereiche hier nach oben läuft. Somit bin ich im Swing Trading hier eben etwas längerer Gedanke, Positionen zu halten, erstmal aktuell sehr, sehr vorsichtig im Gold. Ja, weil wir hier gerade durch die Seitwärtszone uns jetzt erstmal entscheiden müssen. Aber es ist eben hier wichtig, 12,37 zu beachten. Darunter würde ich weiterhin nach Short Setups suchen und eben da oben oberhalb dieser Bereiche denkbar 12,46 und 12,50/12,52 und auch in diesen Bereichen ist es dann immer weiterhin denkbar, dass der Markt eben doch wieder so ein bisschen sich für die Abwärtsseite entscheidet, was dann eben auch bedeutet, bis dorthin könnte man wieder long handeln und dann ab dort vielleicht dann auch mal die Shortseite versuchen, denn übergeordnet, wenn wir hier den dicken Pfeil nochmal zeichnen, dann ist das hier abwärts, aufwärts, abwärts und schaut mal, die Erholungen, die sind zwar dann nicht mehr so schön sauber, also wenn wir diese alten Tiefbereiche nach oben durchstoßen, deswegen sage ich ja hier oben, könnte man dann natürlich auch schon mal die Long-Seite versuchen, aber selbst wenn wir solch eine Erholung hier aufbauen, ist das übergeordnete Chartbild noch nicht von der Abwärtsseite her gebrochen, sondern es wäre erst gebrochen, wenn wir den Bereich 12,63 anlaufen, beziehungsweise hier über diese alten Hochs, was sogar über, das ist so ungefähr 12,66, 12,66, 50 sowas, wenn wir hier drüber laufen, dann wäre erst die Abwärtstendenz gebrochen. Ja, und der Weg dorthin aus dem aktuellen Bereich, wenn wir hier immer wieder die Shortseite immer wieder draufhauen, 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 dann muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, weil eben natürlich hier eine Gegenbewegung auch denkbar ist. Somit 12,37
vorsichtig immer schon mal Aufwärtsbewegung und entsprechend an den Widerständen dann mal versuchen, die Abwärtsseite prozyklisch zu handeln. Und wenn es dann hier über 12,52 geht, dann wird es natürlich immer mehr, dass die in Anführungsstrichen Gefahr, es ist ja im Prinzip keine Gefahr, sondern auch weiterhin eine Chance, dass der Markt eben doch hier wieder zur Stärke zurückfindet und weiter nach oben läuft. Also hier das eben der grundlegende Gedanke fürs Gold, den wir dann entsprechend auch eben verfolgen werden. Und ich versprach euch noch abschließend hier zu schauen, wo sind jetzt hier die nächsten Unterstützungsniveaus. Also wenn es hier abwärts gegebenenfalls weitergehen sollte im Gold, dann ist es durchaus denkbar, psychologisch sehr, sehr wichtige Marke, ja, 1200 im Gold. Das ist der nächste wichtige Unterstützungsbereich, beziehungsweise eben hier eingezeichnet 1194. Das ist charttechnisch ein Bereich, der sehr, sehr wichtig war. Also der Rutsch knapp unter 1200 hier eben denkbar. Ich würde allerdings hier wahrscheinlich für Short Trades auch erstmal 1200 als Ziel annehmen, wenn der Markt eben auf der Abwärtsseite weiter pusht. Und 1222 in Richtung 1200 ist natürlich eben auch 22 Punkte Chance, die wir hier dann eben entsprechend vielleicht in einem Trade oder in mehrere Trades aufgeteilt gegebenenfalls handeln, wenn der Markt sich für weitere Tiefs entscheidet, was ich erstmal grundsätzlich rein chartlich nicht als unwahrscheinlich hier ansehe. Das soll es von meiner Seite gewesen sein für die kommende Handelswoche. Eben die Big Picture Analyse, vielleicht auch für euch ganz interessant, die Kerntendenzen hier so ein bisschen einzunorden. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading und wir hören uns definitiv dann eben täglich in den Livestreams DAX Long oder Short oder US Opening Bell hier auf dem YouTube-Kanal, auf dem Guidance Stream von JFD Brokers wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.